Heute gibt es drei ziemlich schlechte Nachrichten für die US-Aktienmärkte. Erstens zur Inflation, zweitens dann daraus abgeleitet zu den Zinsen und drittens auch zu Nvidia. Aber eigentlich sind es vier schlechte Nachrichten. Die vierte schlechte Nachricht ist, dass das Narrativ des Soft Landings ganz schön ins Wanken kommt durch heutige Daten. Denn die Grunderzählung der Wall Street lautet ja so, ui, die Wirtschaft, die bleibt robust. Aber die Inflation kommt nach unten, weswegen die Fed dann die Zinsen senken kann. Also beste aller Welten, aber vielleicht ein bisschen zu schön, um wirklich realistisch zu sein. Diesen Verdacht hatte ich schon länger. Und der hat sich heute ein Stück weit mehr konkretisiert, denn wir haben Daten bekommen, die zeigen, mit dem Soft Landing könnte es eng werden. Erstens, zweitens, die Inflation zieht wieder an, weswegen drittens die Fed die Zinsen gar nicht oder zumindest weniger senken kann als erwartet. Egal, haben sich die Märkte gesagt, wir haben doch Nvidia, wir haben KI-Euphorie und jetzt kommen Dinge über Nvidia, die vielleicht diese KI-Euphorie, vor allem dieses Moment, dass diese Aktie hat und den Gesamtmarkt mit nach oben zieht, durchaus hinterfragen kann. Schauen wir uns das Geschehen heute mal an den Märkten. Wir hatten zunächst mal 13.30 Uhr durch die Zeitumstellung die Retail Sales in den USA und die Erzeugerpreise. Zunächst mal zu den Retail Sales, also den Einzelhandelsumsätzen, plus 0,6%, erwartet 0,8%, scheint nicht so schlimm zu sein, ist aber ziemlich mies, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Also wir haben relativ schwache Einzelhandelsumsätze, nachdem wir im letzten Monat, im Januar, schon ziemlich miserable, sehr miserable Einzelhandelsumsätze gesehen haben. Und der amerikanische Konsument steht für 70% des BIPs, ist also sehr relevant, wenn es um die Frage geht, Soft Landing, ja oder nein. Und zweitens haben wir dann 13.30 bekommen, die US-Erzeugerpreise. Und die waren mal eben doppelt so hoch wie erwartet, Februar 0,6% statt 0,3%. Und zum Vorjahresmonat 1,6 statt 1,2%, auch in der Kernrate höher als erwartet. Und 70% des Anstieges allerdings sind durch den Bereich Energie gekommen. Erstaunlich, erstaunlich. 4,4% ging es für Energie nach oben. Und eigentlich war das nicht ganz unlogisch, was wir hier sehen. Nämlich, dass die Geschichte hier so gelaufen ist, dass die Erzeugerpreise höher waren als erwartet. Denn wir hatten ja schon höhere Inflationsdaten letzte Woche. Da haben die Märkte sich aber gesagt, who cares, gell? Wir machen ja jetzt trotzdem mal eine Party. Aber es ist eben schlichtweg so, dass Benzin diese Dinge natürlich bei Erzeugern, bei Firmen in der Regel deutlich höher reinschlagen. Stellen Sie sich mal eine Transportfirma vor. Da sind natürlich Benzinkosten ein sehr, sehr relevanter Faktor. However, schauen wir uns die Dinge mal weiter an. Da sehen wir, dass dieser Trend, der Ende oder der im Juni einen Tiefpunkt hatte, nämlich dass die Erzeugerpreise weiterfallen, dass dieser Trend offenkundig beendet ist und wir einen neuen Aufwärtstrend begonnen haben bei den Erzeugerpreisen. Das heißt, die Kosten der Unternehmen steigen. Wenn die Kosten der Unternehmen steigen, dann tendieren die Unternehmen entweder dazu, die Kosten auf die Konsumenten weiter zu drücken, also zu sagen, gut, da muss ich halt die Preise anheben, dadurch entsteht Inflation, oder man verzichtet auf weitere Preisanstiege, weil man es sich nicht leisten kann, weil der Konsument es sich nicht mehr leisten kann, dann geht das auf die Marge. Beides wäre ziemlich schlecht für die Märkte. Und hier sehen wir mal Sven Hendrik, der hier diesen Chart der Erzeugerpreise mal charttechnisch humoristisch versucht aufzuarbeiten. Normalerweise wäre das eine Bull Flag, die jetzt nach oben ausbricht, und das ist auch sehr wahrscheinlich, dass das passiert, wie ich gleich zeigen werde. Und Gordon Johnson zeigt, dass vor allem Jerome Powell einen Riesenfehler gemacht hat im Dezember, als er sagte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, denn wir haben ja irgendwie Disinflation. Dieses Wort Disinflation hat sich dann in die Hirne der Wall Street reingefressen, aber wir sehen, bums, das war genau an dem Tiefpunkt, als der Jerome Mitte Dezember bei der Pressekonferenz gesagt hat, oh, wir sind ja im Bereich unterwegs in Richtung 2% Inflation, also können wir mal so langsam drüber nachdenken, die Zinsen zu senken. Aber
Wir haben vorhin gesehen, die Benzinpreise sind deutlich angestiegen, sind jetzt ein echter Faktor. Und diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt. Aber die Großhandelspreise für Gasoline sind sehr deutlich gestiegen. Und es dauert normalerweise immer ein bisschen, bis dann die Retailpreise, also die Preise an den Tankstellen, nachziehen werden. Das kommt also auf uns zu. Und schauen wir uns mal hier den Ölpreis an, der jetzt deutlich über die 80er Marke bei dem amerikanischen WTI-Öl geklettert ist. Und einer der Auslöser ist, dass die Internationale Energieagentur ihre Prognosen angehoben hat für die globale Nachfrage nach Öl. Oh, das hat sich der Robert aber anders vorgestellt, gell? Der Robert Habeck nämlich, weil wir dann praktisch, keine fossilen Energieträger mehr, gell? Und dann sind wir praktisch der CO2-Weltmeister, während die anderen Bösen nach wie vor CO2 da in die Luft pumpen mittels fossiler Energieträger. Ja, was erlauben die sich, meine Damen und Herren? Das ist eine Sauerei. Na, wir fahren wenigstens unsere Wirtschaft gegen die Wand, gell? Das könnten die anderen ja auch machen, dann wäre es ja wieder gleiche Bedingungen für alle, nicht wahr? Aber jedenfalls sehen wir das natürlich, irgendwie sieht das charttechnisch aus nach einem Ausbruch nach oben. Muss man natürlich abwarten, aber sieht nicht so schlecht aus. Und jetzt kommen wir mal zu den Einzelhandelsumsätzen, die heute veröffentlicht werden, also zum US-Konsumenten. Und wir haben gesehen, Anstieg von 0,6%, klingt schick, ist doch schön. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie bezahlen für ein Produkt einen Dollar oder einen Euro und später zahlen Sie für dasselbe Produkt 1,10 Dollar. Wenn Sie 1,10 Dollar bezahlen, dann ist das praktisch eine Steigerung des Umsatzes von 10%, obwohl Sie dasselbe Produkt haben, gleiche Menge etc., exakt das gleiche, oder? Und dementsprechend steigen normalerweise die Umsätze aufgrund von Inflation. Würden wir jetzt mal die Inflation abziehen, und das sollte man ja eigentlich tun, wenn man sich die Umsätze anschaut, dann sehen wir, dass wir eigentlich seit Monaten, bis auf kleine Ausnahmen, negative reale Einzelhandelsumsätze haben. Das heißt, faktisch geben die Leute mehr Geld aus oder müssen mehr Geld ausgeben, um das Gleiche zu kaufen. Und hier sehen wir, wir haben negative reale Umsätze, das heißt inflationsbereinigt sind die Umsätze gefallen in den letzten beiden Monaten, ja fast gut seit einem Jahr, seit Ende 2022 ist dem so. Also das zeigt, dass dieses Soft Landing Narrativ, die Wirtschaft ist robust, der Konsument ist total robust, dass das nicht wirklich in den Zahlen so hinterfragt oder nicht messbar ist. Und siehe da, trotz der eher schwachen Einzelhandelsumsätze reagieren die Anleihemärkte vor allem jetzt auf die Erzeugerpreise und eben auch auf die Inflationsdaten CPI, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Und das, was ich schon seit einigen Tagen zeige, hier diese bullische Wedge bei der 10-jährigen Anleiherendite hat sich nach oben aufgelöst. Wir sind zwischenzeitlich schon bei 4,3% gewesen. Bei der 10-Jährigen, also das sieht irgendwie danach aus, als würden wir latent steigende Renditen wieder sehen. Und das ist ja eigentlich das, was niemand sich vorstellen konnte, weil alle gesagt haben, ja, Inflation geht zurück, dann fallen auch die Renditen. Ist auch klar, jetzt passiert möglicherweise genau das Gegenteil. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auch auf die Zinsen. Hier sehen wir, Fed gets more reasons to delay interest rate cuts. Also die Fed hat jetzt deutlich mehr Gründe, nachdem die Inflationsdaten CPI 3 Monate in Folge höher waren als erwartet. Und das macht sich dann auch in den Fed Fund Futures bemerkbar, die eben diese Zinserwartungen bepreisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im Juni sinken, von März spricht sowieso keiner nächste Woche, von Mai ist eigentlich auch fast schon ausgeschlossen, jetzt also Juni, aber das wird auch eine ganz enge Kiste, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann die Zinsen senkt, ist unter 60% gefallen. Vor einer Woche waren wir noch bei 74%, vor einem Monat waren wir bei 82%. Also es geht immer weiter nach unten und im Grunde hat die Wall Street ja seit 2022 gehofft, dass die Zinsen immer wieder fallen. Ist nie passiert, aber man hat die Euphorie, die Hoffnung darauf eingepreist. Dann kam noch KI, Geld, ChatGPT, Nvidia. Egal, wer braucht schon Zinssenkungen, wir haben KI, meine Damen und Herren, das reicht, gell? Weil das wird ja alles verändern. Natürlich wird es viel verändern, aber in welchem Zeitraum? Und im kurzen Zeitraum eher nicht, im langen eher schon. Aber die Wall Street ist ja irgendwie mit einem Kurzfristgedächtnis eher ausgestattet. Preist also das ein, was vielleicht so im halben Jahr passiert, aber nicht eben, was in den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten passiert. Und hier sehen wir mal die Zinssenkungserwartungen plumps nach oben. Der S&P 500
Plumps nach oben. Irgendwie eine ziemlich dicke Schere. Die muss irgendwie geschlossen werden. Und da ist natürlich die Hoffnung auf eine robuste Wirtschaft ein Treiber gewesen, vor allem aber KI. Goldman Sachs hat jetzt aufgrund der Daten CPI und PPI, also Erzeugerpreise und Verbraucherpreise, mal eben seine Erwartung für die PCE-Preise, die veröffentlicht werden, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche, nach oben genommen und hat gleichzeitig seine BIP-Erwartung nach unten genommen. Aber egal, man ignoriert auch so ein bisschen die Tatsache, dass die Bankrotte jetzt global gesehen ziemlich deutlich nach oben gehen. Wir haben jetzt die höchste globale Bankrottrate seit dem Tiefpunkt der Finanzkrise, könnte man sagen. Das zeigt sich ein Stück weit auch in den USA, während gleichzeitig die Risikoprämien für hochriskante Anleihen praktisch auf dem tiefsten Stand sind seit 2022, als gäbe es kein Risiko, auch für US-Firmen, die aber, wenn die Zinsen länger hoch sind, immer stärker belastet werden. Das fällt am Anfang nicht so auf, aber je länger die Zinsen hoch sind, umso teurer werden Refinanzierungen, umso weniger Leute kann man dann einstellen, umso weniger kann man dann auch investieren. Und wenn wir auf die Aktienseite schauen, niemand rechnet, wie wir hier den Tech-Skew sehen, niemand rechnet damit, dass da irgendwas schief gehen könnte, weswegen niemand abgesichert ist. Meistens ist es so, dass wenn alle mit irgendwas rechnen, es nicht eintritt. Und wenn niemand mit etwas rechnet, tritt es ein. Mal sehen, ob es diesmal auch so kommt. Nein, sagt hier etwa Société Générale, run with the bulls, renne mit den Bullen. Don't worry about the frothy markets until S&P hits 6250 Punkte. Also nochmal entspannte 1000 Punkte obendrauf. Ist ja alles gut, ist ja alles total bullish, nicht wahr? Ein bisschen Insolvenzen, wie wir gesehen haben, dass China nicht gut läuft, dass Europa nicht so gut läuft, egal. Wir haben KI-Geld und KI generiert ja Wahnsinnsgewinne für die Unternehmen. Hier sehen wir mal, wie ein Analysehaus sagt, ja, ist gar nicht so überraschend, dass die Aktienmärkte mit dieser Zinsfrage so entspannt umgehen, weil man sich denkt, höhere Zinsen sind kein Problem, weil wir ja signifikant höhere Profite bekommen werden. Okay, woher sollen die kommen, wenn die Wirtschaft aber jetzt nicht so richtig mehr boomt möglicherweise? Wir haben ja die Arbeitsmarktdaten gesehen, die an der Oberfläche hübsch aussehen, aber mit den Abwärtsrevisionen, dem Anstieg der Arbeitslosenquote auch nicht mehr so hübsch. Aber vor allem, wenn wir uns die Profite mal anschauen, die wurden ja zuletzt, die Erwartungen dieser Profite wurden ja zuletzt angehoben. Aber wenn wir mal die Magnificent Seven da rauslassen, und von Tesla brauchen wir da ja gar nicht mehr reden bei den Magnificent Seven, dazu gleich mehr, dann sehen wir, dass für die absolute Mehrheit der S&P 500 Unternehmen, und das sind ja keine Kraut- und Rüben-Unternehmen, sondern die 500 größten in den USA, dass hier die Erwartungen sogar sinken. Nur ein paar wenige Tech-Aktien, die manipulieren oder die frisieren dieses Bild nach oben. Apropos Tech-Aktien, wir haben heute ein seltenes Phänomen. Nvidia fällt, warum will ich gleich zeigen. Tesla fällt, gut, das hat schon Routine, gell? Aber Microsoft, auch Apple steigt, auch Google steigt. Insgesamt aber sehen wir zum Beispiel die Small Caps ziemlich stark unter Druck, weil dieses Soft Landings-Narrativ so ein bisschen angeschossen ist, weil die schnelle, wundersame Zinssenkung angeschossen ist. Das sind ja oft hochverschuldete Unternehmen, diese Small Caps. Und hier sehen wir mal die Stimmung der Investoren. Oben hatte ich schon gezeigt, Bären ganz wenige. Etwas weniger euphorische Bullen, was die Privatanleger betrifft. Und die untere Grafik zeigt die Positionierung von Vermögensverwaltern. Und hier sehen wir, da ist jetzt die Positionierung bei 104,75. Und ich habe mal nachgeguckt, wann der Wert so hoch war, nämlich über 100. Das heißt, die sind über 100% investiert, diese Vermögensverwalter. Das war im November 2021, also 2,5 Jahre her. Kann nichts schief gehen, meine Damen und Herren. Was soll schon schief gehen? Gell, wir leben in der besten aller Welten, Zinssenkung, Wirtschaft stabil. Nein, KI, was hat meine zweitbeste Freundin gesagt, die Cassie Wood? Die hat ja gesagt gehabt, also das wird ja 130% Steigerung bis 2030 durch KI. Ne? Na klar, dann ist ja wurscht, was sonst irgendwie ist. Ne? Wenn dann das Wunder sich materialisiert, dann brauchst du ja keine Bewertungsfragen dir mal anschauen. Aber heute dann plötzlich Nvidia. Was ist da los? Die Aktie
4% im Minus, ja, was ist da los? Erstens eine Meldung hier von Reuters, dass Intel, Qualcomm und Google versuchen mit UXL Foundation, das ist eine Foundation, die sozusagen Forschung betreibt, ursprünglich mit Linux zusammenhängend, und zwar auf Open Source Basis. Das heißt, hier versuchen die alle gemeinsam auf Open Source Basis, wo jeder mitmachen kann, jeder seine Expertise reingeben kann, Nvidia Konkurrenz zu machen, und dann auch die Meldung, dass hier es Konkurrenz plötzlich gibt, nämlich dass Intel es geschafft hat, zumindest diesen H100, das ist der abgespecktere, soweit ich das noch erinnere, Chip von Nvidia, dass der besser performt inzwischen. Huiuiui, was ist jetzt da los? Und wenn wir uns mal vorstellen, dass alleine in den letzten 4 Wochen der Nasdaq 468 Punkte gewonnen hat oder 2,66%, 51% dieses Anstiegs nur durch eine Aktie kam, nämlich Nvidia. Und wenn dieses Narrativ, das ist die ultimative Top-Aktie, die kann nur steigen, wenn das mal ins Wanken kommt, dann uiuiui, dann könnte es richtig lustig werden, ebenso wie bei MicroStrategy, die mal eben Bitcoin, die ja eigentlich keinen wirklichen Geschäftszweck haben, ist ein Softwareunternehmen, macht aber Verlust mit Software, kauft also nur Bitcoin, hat 15,2 Milliarden Bitcoin hier oder im Volumen von 15,2 Milliarden Bitcoin, aber die ganze Geschichte wird mit einem Aufschlag von 70% derzeit bewertet. Also das ist einfach nur irre. Wir sehen, der Kurs ist ja relativ seitwärts gelaufen und dann diese Explosion, weil eben Bitcoin gestiegen ist. Heute ist es nicht gestiegen. Und so sagte der eine oder andere, wie zum Beispiel Michael Hartnett von der Bank of America, also da ist schon eine ziemliche Euphorie da. Zeichen einer Blase on Big Tech, Crypto und diese ganzen Geschichten, die derzeit ablaufen. Nein, dieser Mann hat überhaupt keinen Anhaltspunkt für das, was er sagt. Glauben Sie dem kein Wort? Das ist ja totaler Schmarrn, meine Damen und Herren. Immer diese Miesmacher mit dem Fugmann, gell? Ständig macht der mies. Ne, war bei dem Anstieg nicht dabei, wie viele kommentieren. Okay, also es ist dramatisch. Ne? Es ist wirklich dramatisch, so dramatisch wie bei Tesla, die 2020, 2021 ja diese massive Rallye gemacht haben mit den Meme-Aktien. Jetzt ist davon nicht mehr viel zu sehen, die Aktie heute unter Druck. Teslas Terrible Year, schwächste Aktie im S&P 500, Magnificent 7 sind jetzt nur noch Magnificent 6, hatte ich schon vor Wochen mal so getitelt, sogar schlechter als Boeing, und hier sehen wir den Slowdown, Tesla Slowdown, jetzt ist glaube ich noch seine SpaceX-Rakete beim Wiedereintritt in die Atmosphäre explodiert, also der Mann hat derzeit keinen guten Lauf, der Egon Musk, na wie heißt der, Elon, nicht Egon, so von Egonoman oder Elenö oder ich weiß jetzt auch nicht, wie der mit dem Vornamen heißt, aber eins weiß ich, diesen Artikel würde ich Ihnen empfehlen. Fett erhält jetzt mehrere Gründe, um die Zinssenkungen zu verschieben. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist die großartige Performance Deutschlands. Direktinvestitionen minus 94 Milliarden Euro im Jahr 2023. Irgendwas machen wir richtig, oder? Dass die anderen ihr Geld abziehen. Unsere Energiepolitik muss so großartig sein, dass die ganze Welt bereit ist, da rein zu investieren in unser Land. Also da ist wirklich, man kann einfach nur gratulieren für das, was hier politisch passiert. Das kann nicht besser sein. Das haben die anderen nur noch nicht erkannt, weil sie alle Geisterfahrer sind und wir nicht. Das ist die zweite Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren. Also fett und dieser Artikel. Jetzt sage ich Servus, ciao.